Hi Freunde, nun kommen wir zu etwas echt Schrecklichem, was sich wirklich zugetragen hat. Und zwar geht es hier um Zeichnungen von Bildern, die Kinder gemacht haben, die den Abwurf der Hiroshima-Bombe am eigenen Leib zur damaligen Zeit erfahren haben. Diese Bilder sind bis heute erhalten in Farbe. Diese Bilder sind einfach schrecklich. Man muss sich das überlegen, dass es 5- und 6-jährige Kinder waren, die teilweise diese Bilder hier gemalt haben. Sie verarbeiteten hier auf diesen Bildern das, was sie am eigenen Leibe erfahren haben und das, was sie auch gesehen haben, als die Bombe fiel, also als das Feuer vom Himmel regnete. Und wie sie haben die Menschen sterben sehen, das sind wirklich Bilder, die unter die Haut gehen. Der Himmel brennt. Die Kinder, die haben das am eigenen Leibe halt erfahren. Und ich denke auch nicht, dass es viele überlebt haben, die diese Bilder gezeichnet haben. Denn wer diese Bilder gezeichnet hat, war automatisch sehr, sehr hoch radioaktiv kontaminiert, weil er noch in dem Radius der Bombe war. Wie man sieht, Blut auf dem Boden, erwachsene Menschen, die bluten. Also diese Kinder müssen sehr, sehr schlimme Dinge gesehen haben. Brennende Städte, Feuerstürme. Und das war der dreckige Amerikaner. Die Japaner hatten den Krieg schon verloren. Sie hatten keinerlei Mittel mehr. Und die Bombe wurde dennoch eingesetzt. Ja, Japan war schon kurz vorm Kapitulieren. Hier hingen die Kleider in Fetzen durch die Druckwelle zerrissen oder auch weggebrannt. Das sind alles Impressionen, was die Kinder halt in ihren Bildern wiedergegeben haben. Leichen in einem Fluss, die umherdümpeln wie Bojen, sehr wahrscheinlich ihre Körper von der Strömung hinweggetragen wird. Eine Mutter, die ihr Kind findet unter Trümmern. Auch eine sehr traurige Szene. Brennende Menschen, die bei lebendigem Leibe schreien und verbrennen. Menschen, denen unheimliches Leid widerfährt. Und die Welt kümmert halt nicht, ne? Und die Atombomben gerade wieder heute das aktuelle Thema und ja, niemand kümmert sich drum, kein Schwein interessiert, was passieren könnte auf dieser Welt. Hier wieder ein typisches Beispiel, brennendes Haus und eine Feuerwolke, die vom Himmel kommt. Die Kinder geben das auf diesen Bildern wieder, was sie mit eigenen Augen erlebt haben, was sie gesehen haben, was sie gefühlt haben zu diesem Zeitpunkt. Sie waren also mitten in diesem ganzen Wahnsinn, mittendrin und konnten sich wirklich nicht mehr helfen. Und als sie dann halt außerhalb waren und waren wieder zur Schule gegangen, haben sie halt diese Bilder halt gemalt, obwohl ihr Leben durch die Bombe sehr, sehr begrenzt wurde. Denn ein verstrahlter Körper wird nicht mehr sehr alt. Aber trotzdem, ich finde diese Bilder nur krass. Ein blutendes Kind mit seiner Puppe im Arm. Jemand, dem die Haut vom Leibe hängt.
wahrscheinlich in die Hitzewelle reingekommen. Und solche Bilder, die prägen sich Kinder halt ziemlich schnell ein. Kinder, die umherirren, weil alles zerstört ist und nach ein wenig Nahrung noch zu suchen, in der Hoffnung noch Nahrung zu finden zwischen all den Toten. Menschen, die an ihren Strahlenschäden im Nachhinein sterben, werden hier gezeigt. Ein paar Wochen nach dem Abwurf. Eine Mutter mit ihrem toten Kind im Arm. Ein nacktes Kind in den atomaren Trümmern. Vermutlich hat das Kind sich da selbst gemalt. Und rundherum brennt alles. Eine ganze Familie durch die Bombe ums Leben gekommen, die liegen da blutüberströmt, die Kleider vom Leibe gebrannt. Eine Mutter mit ihrem toten Kind. Man sieht auch schon an der Form des Kindes, wie es die Arme hält. Hier wird eine Leichenstarre gemalt und dargestellt. Kinder, die von der Druckwelle umhergewirbelt werden. Ein Vater und sein Sohn total blutüberströmt, mitten in den Trümmern. Und wieder zerfetzte Familienmitglieder, denen halt die Haut nach unten hängt, wo man nicht mal mehr erkennt, dass es überhaupt Menschen sind. Und das ist einfach nur ein Opfer, total zerstückelt, was hier gemalt wurde. Also tja, ich find's schrecklich und ja, aber das muss mal gezeigt werden.